Christian Zott, erfolgreicher Unternehmer, Kulturmensch und Kunstsammler, trifft Mauro Fiorese und Wolfgang Beltracchi, um hier mit den beiden Künstlern einer Idee Gestalt zu geben, die schon jetzt im Laufe ihrer Werdung zunehmend Beachtung findet. Christian Zott hat Mauro Fiorese, einen Fotografen, der über seine Arbeit und viele internationale Ausstellungen bekannt geworden ist, hier in Verona kennengelernt. Die beiden beschließen 2011 ein gemeinsames Projekt, die Mindmap of Love. Christian Zott schreibt, inspiriert durch einen monatelangen Fußmarsch entlang des Mittelmeeres, einen Roman, der viele mögliche Zustände von Liebe beschreibt, und Mauro Fiorese fotografiert Liebe in vielschichtigen Bildern und in unterschiedlichsten Lebensumständen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit wird erfolgreich in Verona in der Casa di Giulietta im Haus von Romeo und Julia ausgestellt. So weit, so gut. Aber es ist nur die Ouvertüre für das nächste Projekt, für Kairos, der richtige Moment. Hinter diesem Titel verbirgt sich Christian Zotts Idee, 2000 Jahre europäische Kunstgeschichte kompakt und konsumierbar darzustellen. Für Christian Zott ist Kairos der richtige Moment, dann ein Erfolg, wenn er viele Kunstinteressierte dafür begeistern kann, ihr Wissen über Maler und Epochen zu vertiefen und das Verständnis für Zeitläufe zu verfeinern. Jetzt kommt auch Wolfgang Beltracchi ins Spiel. Der Künstler hat in spektakulärer Weise bewiesen, dass er die handwerklichen Fähigkeiten besitzt, jede Handschrift der Malerei aufzugreifen und in eine neue Bildwirklichkeit umzusetzen. Er wird rund 2 Dutzend Bilder malen, die so oder ähnlich von den großen Malern ihrer Zeit hätten gemalt werden können, aber nicht gemalt wurden. Das ermöglicht die Reflexion geschichtlich-gesellschaftlicher Umstände und die exemplarische Beschäftigung mit den herausragenden künstlerischen Handschriften der jeweiligen Epoche. Das Team um Christian Zott untersucht Ereignisse, die den Fortgang der Geschichte mitbestimmt haben oder mitbestimmt haben könnten. Dazu wird auch der gesellschaftliche Kontext beleuchtet, unter dem die Kunst der Zeit sich entwickelt hat. Besitzt ein Ereignis die nötige Relevanz, wird es zum Kairos, zum richtigen Moment und damit zum Mittelpunkt eines neuen Gemäldes. Mauro Fiorese hingegen verkörpert mit seiner Arbeit Treasure Rooms eine andere Seite des Projekts und bietet einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf die Kunstgeschichte an. Seine Fotografien aus den Depots großer Museen lassen uns den Kunstbegriff und unser kulturelles Erbe hinterfragen. Was ist es wert, vom Publikum gesehen zu werden? Was wird dem öffentlichen Blick entzogen? Wie und wo wird es gelagert? Diese eindringlichen Fotografien führen uns in eine eigene, unbekannte Welt der Kunst. Seit dem frühen Tod Fioreses im Dezember 2016 lässt Christian Zott das Projekt von der italienischen Fotografin Valentina Zamboni weiterführen. Sie war von Beginn an unterstützend dabei und bringt den gleichen Enthusiasmus für das Projekt auf wie Mauro Fiorese selbst. Hier sehen wir sie bei der Arbeit im Depot des Wiener Belvedere.